Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören den Text zweimal. Nummer 1. Ach, ist der Tag lang heute. Ja, hoffentlich ist bald Schluss. Hoffentlich. Wie viel Uhr ist es denn? Gleich 3. Was erst? Ach, ist der Tag lang heute. Ja, hoffentlich ist bald Schluss. Hoffentlich. Wie viel Uhr ist es denn? Gleich 3. Was erst? Nummer 2. Fahren Sie mit der S-Bahn zur Arbeit? Nein, ich habe ein Auto. Und Ihr Mann? Der fährt gern mit dem Fahrrad. Oh, toll. Dann gibt es ja kein Problem. Fahren Sie mit der S-Bahn zur Arbeit? Nein, ich habe ein Auto. Und Ihr Mann? Der fährt gern mit dem Fahrrad. Oh, toll. Dann gibt es ja kein Problem. Nummer 3. Entschuldigung, ich will zum Bahnhof. Wie komme ich dahin? Da sind Sie hier ganz richtig. Sehen Sie das große Haus dort vorne? Ja, ist das schon der Bahnhof? Nein, dort gehen Sie nach rechts und dann immer geradeaus. Also am großen Haus rechts. Vielen Dank. Entschuldigung, ich will zum Bahnhof. Wie komme ich dahin? Da sind Sie hier ganz richtig. Sehen Sie das große Haus dort vorne? Ja, ist das schon der Bahnhof? Nein, dort gehen Sie nach rechts und dann immer geradeaus. Also am großen Haus rechts. Vielen Dank. Nummer 4. Guten Tag, Sie wünschen bitte? Was haben Sie heute als Tagesessen? Da haben wir hier einmal Fleisch, Gemüse und Kartoffeln. Ach, Fleisch mag ich nicht so. Dann nehmen Sie doch Fisch mit Reis und Salat. Fein, das nehme ich. Guten Tag, Sie wünschen bitte? Was haben Sie heute als Tagesessen? Da haben wir hier einmal Fleisch, Gemüse und Kartoffeln. Ach, Fleisch mag ich nicht so. Dann nehmen Sie doch Fisch mit Reis und Salat. Fein, das nehme ich. Nummer 5. Mensch, Ursel, was hast du für eine tolle Jacke? Ja, die habe ich im Kaufland gefunden, für nur 29 Euro. Früher hat sie 59 Euro gekostet. Das ist ja klasse. Haben die auch andere Sonderangebote? Ja, zum Beispiel Sommerschuhe ab 15 Euro. Mensch, Ursel, was hast du für eine tolle Jacke? Ja, die habe ich im Kaufland gefunden, für nur 29 Euro. Früher hat sie 59 Euro gekostet. Das ist ja klasse. Haben die auch andere Sonderangebote? Ja, zum Beispiel Sommerschuhe ab 15 Euro. Nummer 6. Heute muss ich schon um 16 Uhr gehen. Hoffentlich gibt es keine Probleme mit dem Chef. Wieso müssen Sie heute früher gehen? Ich muss zum Bahnhof. Meine Frau war bei ihrer Mutter in Köln. Sie kommt um 16.30 Uhr an.
Heute muss ich schon um 16 Uhr gehen. Hoffentlich gibt es keine Probleme mit dem Chef. Wieso müssen Sie heute früher gehen? Ich muss zum Bahnhof. Meine Frau war bei ihrer Mutter in Köln. Sie kommt um 16.30 Uhr an. Ende Teil 1. Teil 2. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören den Text einmal. Nummer 7. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Mainz Hauptbahnhof. Sie haben dort Anschluss nach Wiesbaden um 17.37 Uhr von Gleis 1. Wir wünschen Ihnen eine gute Weiterfahrt, Ihr ICE-Team. Nummer 8. Liebe Kunden, heute bekommen Sie in unserer Möbelabteilung im zweiten Stock Möbel mit 50% Rabatt. Zum Beispiel Sofas für 250 Euro statt früher 490 Euro. Tische für 148 Euro statt 298 Euro. Nummer 9. Verehrte Fahrgäste, bitte benutzen Sie auch die Fahrkartenautomaten links und rechts am Eingang. Ich wiederhole, links und rechts am Eingang finden Sie Fahrkartenautomaten. Vielen Dank. Nummer 10. Sehr geehrte Damen und Herren, wir werden in 10 Minuten in Palma de Mallorca ankommen. Legen Sie bitte die Sicherheitsgurte an und bleiben Sie nach der Landung auf Ihrem Platz sitzen. Vielen Dank. Ende Teil 2. Teil 3. Nummer 11. Hallo Carla, Hilfe, ich habe heute Abend Gäste. Es soll zum Essen geben Reis, Fisch und dann Obstsalat. Reis und Fisch kann ich machen, aber wie geht denn Obstsalat? Was brauche ich? Ruf mich bitte ganz schnell an, danke. Hallo Carla, Hilfe, ich habe heute Abend Gäste. Es soll zum Essen geben Reis, Fisch und dann Obstsalat. Reis und Fisch kann ich machen, aber wie geht denn Obstsalat? Was brauche ich? Ruf mich bitte ganz schnell an. Danke. Nummer 12. P&B Verlag Berlin. Heute Nachmittag feiern wir den 10-jährigen Geburtstag unserer Firma. Deshalb sind unsere Telefone von 12 Uhr ab nicht besetzt. Sie können uns morgen wieder sprechen. Auf Wiederhören. P&B Verlag Berlin. Heute Nachmittag feiern wir den 10-jährigen Geburtstag unserer Firma. Deshalb sind unsere Telefone von 12 Uhr ab nicht besetzt. Sie können uns morgen wieder sprechen. Auf Wiederhören. Nummer 13. Praxis Dr. Schuster. Guten Tag. Auch Ärzte brauchen einmal Urlaub. Deshalb ist die Praxis bis zum 21.08. geschlossen. Bei dringenden Problemen rufen Sie bitte unsere Vertretung an. Praxis Dr. Vogel, Telefon
99799 in der Schubertstraße 17. Vielen Dank. Praxis Dr. Schuster. Guten Tag. Auch Ärzte brauchen einmal Urlaub. Deshalb ist die Praxis bis zum 21.08. geschlossen. Bei dringenden Problemen rufen Sie bitte unsere Vertretung an. Praxis Dr. Vogel, Telefon 99799 in der Schubertstraße 17. Vielen Dank. Nummer 14. Stadthaus Hofheim. Wir sind für Sie da am Montag, Dienstag und Donnerstag von 7 bis 16 Uhr. Freitags von 7 bis 12 Uhr. Am Mittwoch arbeiten wir von 7 Uhr bis 18 Uhr. Vielen Dank. Stadthaus Hofheim. Wir sind für Sie da am Montag, Dienstag und Donnerstag von 7 bis 16 Uhr. Freitags von 7 bis 12 Uhr. Am Mittwoch arbeiten wir von 7 Uhr bis 18 Uhr. Vielen Dank. Nummer 15. Mensch, Susanne, warum bist du wieder nicht da? Ich habe zwei Karten für das Ärztekonzert heute Abend. Willst du mitkommen? Ruf mich bitte an. Wenn du nicht kannst, geht nämlich Thomas mit. Bis dann. Mensch, Susanne, warum bist du wieder nicht da? Ich habe zwei Karten für das Ärztekonzert heute Abend. Willst du mitkommen? Ruf mich bitte an. Wenn du nicht kannst, geht nämlich Thomas mit. Bis dann. Ende Teil 3.